Allein in Duisburg gab es 2015 2200 Fälle von Einbruch. Heute allerdings bekommen die Polizeioberkommissare Thomas Tschech und Marie Albrecht es mit einem neuen Tätertypus zu tun. Egon 1428 von Egon. 1428. Ihr fahrt bitte zur Sahnerstraße 1. Eine Melderin, Frau Malberg, meldet dort einen Einbruch in einem Elektrofachgeschäft. Ja, wir sind dann unterwegs. Dass Täter noch vor Ort sind, ist eher selten. Deshalb dürfen die Beamten keine Zeit verlieren. Sie bleiben da stehen. Sie bleiben jetzt da stehen. Was mit Ihnen? Dicker Junge. So, wer ist jetzt wer? Ich bin der Schwiegersohn von dem Ladenbesitzer. Sie sind der Schwiegersohn? Ja. Wer ist der junge Mann hier unten? Der junge Mann ist, der hat hier eingebrochen. Wie hat hier eingebrochen? Sie sind der Mann. Schnauze. Ja, der hat, die waren vor zwei Wochen mit seinem Kollegen schon mal hier und haben ein Handy eingelöst, da gab es dann Probleme mit. Oh, und dann haben die angedroht, dass sie hier Palaver machen. Der Ladenbesitzer und sein Schwiegersohn wurden bei dem Versuch, die mutmaßlichen Einbrecher zu stellen, verletzt. Die Putzfrau hatte das Geschäft unverschlossen und verwüstet vorgefunden. Sie steht unter Schock. Um schnellstmöglich die Spuren zu sichern, haben die Streifenpolizisten Verstärkung angefordert. Ja, ich wollte aber was sagen. Also ich bin eigentlich zum Putzen morgens immer hier. Und ich wollte die Tür aufschließen, aber die Tür war schon offen. Und ich habe gedacht, mein Chef wäre halt schon da und bin hier rein. Und hier war halt alles auf den Kopf gestellt. Okay. So, und die beiden hier, die... Beruhigen Sie sich erstmal ein bisschen. Oh, alles gut. Die haben einfach nur rumgegickert und irgendwie eine Auseinandersetzung, warum weiß ich nicht, und die haben sich in die Wolle gekriegt. Aber die standen vor dem Laden? Die waren vor dem Laden. Also die waren nicht hier drin, als Sie reingekommen sind? Wie gesagt, ich kann es nicht beschwören, aber auf jeden Fall, als ich aufschließen wollte, war die Tür halt schon offen und... Es lag alles rum und... Das waren diese Idioten da! Obwohl es keine Beweise gibt, beschuldigt der Ladenbesitzer die beiden Männer schwer. Die erklären auf Nachfrage, nur zufällig am Ort des Geschehens gewesen zu sein. Sie sehen sich als Opfer. Polizeioberkommissar Thomas Tschech muss die Situation beruhigen. Wenn ihr hin und her schreit und euch gegenseitig hier noch beschimpft, dann werden wir keinen grünen Zweig erreichen. Sie sind aufgemacht, weil wir wurden gerade festgehalten, zu Unrecht, wurden beschuldigt, hier eingebrochen zu haben, was de facto nicht stimmt. Wir wohnen einfach nur um die Ecke, wollten letzte Woche unser Handy hier umtauschen, haben die Herrschaften nicht angenommen, da haben wir natürlich ein bisschen überreagiert und jetzt senken sie, wenn das überreagiert? Gewesen. Weil er uns unterstellt hat, dass wir das Handy selber kaputt gemacht haben. Da haben wir ihm gesagt, er wird dann schon sehen, wer davon hat. Ja, das darauf, ist ja. Daraufhin wahrscheinlich natürlich denkt er jetzt, wir wären das gewesen, aber ist halt de facto nicht der Fall. Ja, gut. Nichts damit zu tun, das ist eine Verleugnung, dafür würde ich ihn anzeigen. Die Empörung der mutmaßlichen Einbrecher könnte gespielt sein. Fakt ist, aus dem Geschäft wurden teure Elektrogeräte entwendet. Aufgrund der Schwere des Delikts übernehmen Linus Haie und Hans Fründenberger den Fall. Als sie hier ankamen, war sonst niemand im Laden. Nein, die Herren standen eigentlich da vorne und als er dann gekommen ist, sind die mit rein und dann ging das Gerangel jetzt halt los. Wieso stand dann die Tür offen? Ich weiß es nicht. Wer hat einen Schlüssel? Ich habe Schlüssel. Also ich habe auch einen Schlüssel. Meine Putzfrau. Ja, natürlich. Ja. Sie drei haben Schlüssel. Ja. Der Schwiegersohn hat auch einen Schlüssel. Ja, die Männer haben es so in der Wolle gehabt. Sie haben alles richtig gemacht. Das ist von meiner Putzfrau und das ist von meinem Schwiegersohn. Der sieht sehr identisch aus. Und der auch. Ja. Haben Sie... Ach du meine Güte. Die Einbrecher hatten dank einer simplen Schließvorrichtung leichtes Spiel. Das Standardschloss der Ladentür scheint unbeschädigt. Doch dann macht Kriminaloberkommissar Linus Haie eine Entdeckung. Er stellt eine Damenbrille und eine Haarsträhne sicher. Laut Aussage der Reinigungskraft gehört beides ihrer Tochter. Ist Ihre Tochter manchmal auch in diesem Laden? Ich bringe sie manchmal mit, aber sie ist ja nicht hier. Also von daher kann das ja auch nicht gewesen sein. Und sie war auch heute nicht hier. Wie gesagt, ich rufe sie mal an. Also ich hat Ihre Tochter denn Zugang zu dem Schlüssel? Nee, ich hab den halt an meinem Schlüsselbund, okay, aber die den würde... Haben Sie auch immer bei. Ja. Ich habe vorhin gehört, Videoaufzeichnungen. Wo und wie sind dann diese Videoaufzeichnungen gesichert? Kann man die sich ansehen? Also ich habe hinten einen Lappy, den kann ich Ihnen gerne nach vorne holen, dann können Sie das sehen. Also da sind die bestimmt drauf zu sehen. Also, ja, dann holen Sie mal bitte her. Kriminalhauptkommissar Hans Fründenberger deeskaliert erneut die Situation. Die Überwachungskamera soll Klarheit schaffen. Sie bringt tatsächlich eine neue Spur. Und die läuft auch rund um die Uhr. Ja, sehen Sie, da geht die Tür jetzt auf. Ja. Aber gucken Sie mal, wer ist das denn?
Ist das nicht? Das sieht mir aber sehr weiblich aus. Das kann doch nicht wahr sein. Das sind nicht unsere beiden Herrschaften hier. Hallo. Das ist meine Tochter. Wo ist Ihre Tochter? Welche? Das kann doch nicht. Das ist doch deine Tochter. Warum? Kennen Sie die anderen beiden? Warum liegt die denn da? Nee, kann ich nicht, aber wieso ist sie das? Das ist ihre Tochter, definitiv. Ja, die werden Sie erkennen. Die war bei einer Freundin, ich rufe die jetzt nochmal an. Nee, kenne ich nicht, aber wieso ist sie denn dabei? Können Sie das nochmal irgendwie zurückspulen? Ich würde das gerne mal, wir wollen jetzt nicht den Rechner mitnehmen, aber ich würde das gerne mal eben abfilmen. Die anfänglichen Tatverdächtigen sind unschuldig, behindern aber mit ihrem aggressiven Verhalten die Ermittlungen. Oberste Priorität ist es nun, die tatverdächtige Tochter Amelie zu finden. Die soll laut der Mutter bei einer Freundin sein, offenbar eine Lüge. Wann haben Sie denn zuletzt mit ihr gesprochen? Heute Vormittag. Ja, okay. Wie können Sie den Zustand so am Telefon von ihr beschreiben? War die okay oder war die total fertig? Ist da irgendwas passiert? Ich weiß nicht, was bei ihr los ist, aber ich glaube, sie hatte Angst. Sie hatte Angst. Haben Sie eine Idee, wo die jetzt sein könnte? Ich weiß es leider nicht. Überlegen Sie doch mal. Aber mir fällt gerade was ein. Ja. Die erzählt mir immer, dass sie nach der Schule nicht nach Hause gehen will, weil da sind irgendwelche Mädchen aus der Parallelklasse, die immer im Bus ärgern. Kannst du alles verstehen? Ja, ich verstehe. Also die will nicht nach Hause gehen, weil die Mädchen den Bus sie immer ärgern. Wo steigen die denn meistens aus? Ich muss kurz über Breithofstraße. Die gibt es. Ja, genau, da ist auch eine Haltestelle, richtig. Da steigen die immer aus. Und die Namen, haben Sie die schon mal gehört? Können Sie mir die weitergeben? Die eine heißt irgendwie Krausi oder so. Krausi. Krausi und Fiona. Noch nie gehört. Oh, das hat, ja, gut. Ich kenne keine. Also zunächst mal danke ich Ihnen, dass Sie uns diese Hinweise gegeben haben. Ich vermute mal, dass wir da jetzt ein ganzes Stück weiterkommen. Die Tochter der Putzfrau ist eindeutig eine der drei Einbrecherinnen. Allerdings ist sie verschwunden und wurde zudem von zwei Mädchen aus ihrer Schule bedroht. Die Beamten sehen einen Zusammenhang und starten eine Personenabfrage über den Spitznamen Krausi mit Erfolg. Wir würden jetzt mal zu dieser Vicky fahren. Ja. Okay. Ich meine, das ist ein Versuch wert. Dann warten wir auf die Spur und machen bei den beiden noch eine Abfrage, ob da irgendwas noch ist. Genau. Und dann lassen wir sie auf raus. Ja. Alles klar. Und wir fahren mal darüber und wenn wir da was brauchen oder euch, dann... Ja, wunderbar. Aber ich glaube, die haben sich auch schon wieder ein bisschen beruhigt. Das ja. Gut. Okay, schönen Dank. Besten Dank. Tschüss. Wir haben dann die anwesenden Kollegen in dem Laden gebeten, zu warten, bis die Spurensicherung, die mittlerweile angefordert worden war, eintrifft. Dann wollten wir uns jetzt auf den Weg machen zu der Anschrift dieser Vicky Krause. Denn bei der Vicky Krause könnte unter Umständen einiges noch bekannt werden. Die kann uns vielleicht sagen, wo sich die Amelie befindet. Und möglicherweise hat sie ja auch was mit diesem Einbruch zu tun. Die zwei Mobberinnen gelten für die Kripo-Beamten als dringend tatverdächtig. Anscheinend wohnen sie zusammen. Ob sich auch die verschwundene Tochter der Putzkraft bei ihnen aufhält, bleibt weiterhin abzuwarten. Erst am Abend treffen die Beamten jemanden am Haus an. Guten Abend. Guten Abend. Kann ich Ihnen weiterhelfen? Wohnen Sie hier? Ja, ich wohne hier. Wir suchen eine Frau Krause. Ja, die wohnt hier. Unsere Partygüre im ersten Stock. Im ersten Stock. Sind die jetzt wohl zu Hause? Oder ist die zu Hause? Dem Radau zu urteilen, müssten die eigentlich da sein. Wieso Radau? Da ist immer Radau. Da ist morgens, mittags, abends Radau. Was heißt jetzt Radau? Feten oder Streit? Feten, Streit, da ist jeden Tag Bomben. Wie viele Personen wohnen in der Wohnung? Zwei. Zwei? Ob da im Moment ein paar mehr sind, weil gerade eine Fete ist? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Wann haben Sie da zuletzt Geräusche gehört? Da ist jeden Tag Partyalarm. Jetzt meine ich, die letzte halbe Stunde, den ganzen Tag schon. Mit Hilfe der Hausmeisterin gelangen die Kripo-Beamten Hans Fröndenberger und Linus Haie ins Treppenhaus. Noch vor der Wohnungstür werden sie Zeuge einer lautstarken Auseinandersetzung. Die Beamten rufen Verstärkung. Gefahr in Verzug. Jetzt heißt es handeln, denn die Verdächtigen sind äußerst aggressiv. Wer seid ihr überhaupt? Legen Sie erst mal die Flasche weg. Legen Sie die Flasche weg, weil ich das so richtig halte. Hey, wer sind Sie überhaupt? Was machen Sie hier? Auf dem Balkon. Hey, nimm die Flasche weg. Ich kann doch mal in der Wohnung gehen. Nimm die Flasche runter. Du machst dich unglücklich, Mädchen, und deine ganze Familie auch. Komm bitte in aller Ruhe zurück. Komm zurück, es passiert nichts. Hör mal zu, du hast einen Fehler gemacht, den kannst du wieder ausbügeln. Komm runter da. Komm, ich helf dir. Komm. Meine Güte. Geh erst mal vor. Ich entscheide das. Was ist denn los hier? Hey!
Lassen Sie mich los! Jetzt ruhig, wer sind Sie überhaupt? Ich hab gesagt, ruhig. Wir sind von der Kripo, jetzt verhalten Sie sich mal. Beruhigen Sie sich. Was wollen wir denn machen? Wir Amelie. Das wissen wir gerne von Ihnen. Wer ist Amelie? So. Sagt sie. Ich kenne keine Amelie. Wer soll Amelie sein? Wer ist Amelie? Sie kennen keine Amelie? Nein, es ist keine Amelie. Die sind sich ganz sicher, sie kennen keine Amelie. Auf gar keinen Fall. Ist hier noch irgendjemand in der Wohnung außer Ihnen? Nein. Linus, dreh dich mal um und schau mal, für wie viel da gedeckt ist auf dem Tisch. Auf jeden Fall einer mehr, als ich hier sehe. Das ist alles für uns. Ach, wahrscheinlich war das für einen von uns. Wollen wir die mal irgendwo anders hinbringen? So ein bisschen Nimm die mal bitte, geh mal in das Wohnzimmer mit ihr, mit der anderen auch. Auf der Suche nach der vermissten Tochter der Putzfrau erregt ein Wimmern hinter einer verschlossenen Tür die Aufmerksamkeit der Beamten. Scheiße. Hallo. Ach du Hallo. Meine Güte. Oh shit. Warte, Sekunde. Ich muss sofort helfen. Egon von 3216. Amelie, wir sind da. Polizei ist da. Ganz ruhig. Die Polizei ist da. Komm mal her. Schickst du mal bitte dringend ein RTW hierher? Da kommt gleich ein Eigenstraße. Da kommt gleich ein Rettungswagen. Kleinen Moment. Komm, wir legen sie erstmal am besten aufs Bett. Ja, erstmal raus aus der Wanne da, oder? Hast du vorne an? Pass mal auf, wir holen dich mal raus, ja? Als wir schließlich die Badezimmertür öffnen konnten, haben wir einen für uns sehr schockierenden Fund gemacht. Es lag mit blutüberströmtem Gesicht eine junge Dame, wie sich rausstellte, die Amelie, in der Badewanne. Zum Glück atmete sie, wimmerte vor sich hin, aber die Situation war völlig unschön. Und wir wussten ja nicht, wie schwer sind die Verletzungen. Und solche Sachen wünscht man sich natürlich gar nicht. Das waren die? Was haben wir denn gemacht mit dir? Warte mal, komm her. Warte mal. Komm mal, du frierst ja, du weißt wie. Gleich kommt der Doktor. Gleich kommt der Doktor. Die haben dich geschlagen. Warum? Ja, das ist das Mädchen, die lag in der Badewanne. Die ist geschlagen worden. Linus Haje macht eine weitere Entdeckung. Im Nebenzimmer liegt das Diebesgut aus dem Laden. Offenbar sollte es im Internet verkauft werden. Das erklärt allerdings nicht, warum das Mädchen so brutal zugerichtet wurde und beim Einbruch dabei war. Was ist passiert? Was habt ihr mit dem jungen Mädchen da gemacht? Was für ein junges Mädchen? Wir haben überhaupt nichts In eurer Badewanne liegt ein junges Mädchen. Oh, was ein Zufall. Keine Ahnung. Ja, was für ein Zufall. Keine Ahnung. Die ist schwer verletzt. Und die hat uns klipp und klar gesagt, dass ihr beide sie geschlagen habt. Daher stammen diese Verletzungen. Ja, genau. Und wann soll das gewesen sein? Die Uhrzeit spielt jetzt keine Rolle. Die muss nämlich erst mal ärztlich behandelt werden. Ja, dann und jetzt mal zu Ihnen. Wenn Sie uns jetzt mal ein bisschen behilflich sind, dann kann ich Ihnen nur eins raten. Machen Sie das, sagen Sie uns, was hier passiert ist. Es wird hier zu einer Anzeige kommen. Da gibt es verschiedene Delikte, die da zusammenkommen. Und während dieser Anzeige kommt es darauf an, wie Sie sich verhalten haben. Wir haben so viele Dinge mittlerweile, die was wir beweisen können. Ja. Laptop. Ja. Hey, cool. Und was für Sachen sind das? Ja, was weiß ich. Keine Ahnung, kenne ich nicht. Ich war auch nur auf so einem Online-Portal. Auf einem Online-Portal? Ja, ich wollte nur einen neuen Laptop kaufen. Ach so, und die ganzen Handys, die daneben original verpackt liegen, die ganze Kiste mit den Originalverpackungen, sag die jetzt ist... Sag jetzt nichts. Hallo, ich habe die junge Frau hier gefragt. Wir machen das nacheinander, aber ich kann das ja auch beantworten. Moment, sie werden gefragt. Dann werden Sie gefragt, aber ich habe Sie nicht gefragt. Kriminalhauptkommissar Linus Haje bemerkt die Unsicherheit einer der Täterinnen und konfrontiert sie mit dem Überwachungsvideo aus dem Elektroladen. Aus polizeitaktischen Gründen erscheint es ihm besser, die beiden Frauen voneinander getrennt zu befragen. Haben Sie mich verstanden, was ich Ihnen gerade gesagt habe? Sie reiten sich da nur weiter rein, wenn Sie jetzt nichts mehr sagen und sich so verhalten wie Ihre Freundin da. Ja, okay, wir kennen das Mädchen. Woher? Wir haben auch diesen Einbruch begangen. Wie sind Sie denn da reingekommen? Da war ja gar keine Scheibe kaputt oder eine Tür aufgebrochen. Ja, wir können uns diese Wohnung nicht mehr leisten. Und Frage war, wie Sie in den Laden gekommen sind. Amelies Mutter ist dort Putzfrau. Ja. Und dann haben wir sie bedroht. Ja, was haben Sie denn in welcher Form bedroht? Wir haben sie unter Druck gesetzt und haben sie geschlagen. Und dadurch ist sie halt auch mit uns in diesen Laden gegangen. Die zwei Mädchen werden zur weiteren Vernehmung auf die Wache gebracht. Sie brauchten Geld für ihren Lebensunterhalt und erpressten ihr Opfer in der Schule. Die 16-Jährige hatte großes Glück und kann mit dem Eintreffen der Mutter bereits vernommen werden. Kannst du uns ein bisschen was sagen, was da passiert ist heute? Die haben mich erpresst. Ich kenne die von Bus. Die beiden Mädchen. Und die wussten anscheinend, dass Mama halt dort arbeitet, im Handyland. Und dann haben die mich erpresst, dass sie sonst meiner Mama wehtun. Und die wollten
und dass ich einen Schlüssel anfertige. Und das habe ich dann auch gemacht. Dann haben die mich unter Druck gesetzt, dass ich mit reingehe und dass ich dann das mache. Die Ermittlungen hinsichtlich der begangenen Straftaten hier ist natürlich von einer recht großen Bandbreite. Wir haben den Einbruch, wir haben möglicherweise die Hehlerei durch das Verkaufen des Diebesgutes. Wir haben natürlich die Bedrohung, Nötigung der beiden Mädchen Amelie gegenüber. Körperverletzung steht natürlich klar im Raum. Also das ist schon ein ganz schönes Fund. Das Strafmaß, das entscheiden natürlich nicht wir. Also ich gehe mal davon aus, dass sie schon einiges zu erwarten haben. Die Täterinnen gaben auf der Wache diesen und noch weitere Einbrüche zu. Sie müssen sich wegen Nötigung, gefährlicher Körperverletzung, Freiheitsberaubung und Einbruchs verantworten. Ihr Opfer konnte das Krankenhaus noch am selben Abend verlassen.